Gegner nutzt dabei den Schwung für einen schweren Angriff, bei dem die Fäuste vom Boden geschlagen werden. Das habe ich jetzt gar nicht ausgetestet, ne? Weil das Ding könnte natürlich Schaden machen. Aber ich glaube, das ist nicht ein Bild, kein Bild für mich. Kein Bild für mich. Kronenschwert. Jetzt hier momentan. Also momentan habe ich ja. Genau, mein Breitschwert hier. Das Fallschirm ist jetzt schon plus 3. Und macht schon 109. Ah, das Scaling ist halt so kacke. Das hier hat gutes Scaling. Wir suchen nach guten Scaling-Waffen. Ja, das ist eine reine Stärke-Waffe. Ich glaube, ich gehe echt auf die reine Stärke-Waffe hier, oder? So, Leute, wenn das gerade echt ein bisschen langweilig ist, aber ich möchte halt endlich mal ein bisschen mehr Schaden machen. Das ist ja echt langweilig, ganz mit einem Breitschwert rumzulaufen, ey. Das hat ein C-Scaling mit Magie. DD-Scaling. Das sind alles Stärkewaffen. Am besten wäre ein CC-Scaling oder sowas. Ah, die Peitsche sieht auch gar nicht mal so schlecht aus. Nicht so schlecht, wie ich dachte. Ja, dann kommen die ganzen Magiewaffen. Das Fallschirm habe ich auch gedacht, wenn eine geile Waffe. Das Scaling ist einfach viel zu schlecht. Viel zu schlecht. Gerade Ithrid-Schwert. Vor allem, man konnte damit auch schön parieren. Und diese Angriffe waren halt ultra swaggy. Aber die ist auch nicht so gut. Das Breitschwert ist einfach immer noch irgendwie das Beste. Und das fuckt mich echt ab. Die Waffe fand ich halt auch ultra nice an sich. Aber. Weil man konnte damit auch schön parieren. Und diese Angriffe waren halt ultra swaggy. Aber die ist auch nicht so gut. Das Breitschwert ist einfach immer noch irgendwie das Beste. Und das fuckt mich echt ab. Komm, dann können wir hier auch wieder unseren Zauberstab reinmachen. Echt, ey. Wann werde ich endlich mal ein anderes Bild gehen können? Komm, dann verstärken wir auch den Kack. Ja, komm, verstärken wir nochmal. Jetzt brauche ich die Tenitbrocken. So dumm für die Kackwaffe, solche Sachen auszugeben, ne? Echt unglaublich. Scaling geht runter. Ne. Okay, lassen wir so, wie es ist. Werden wir halt von allem gerackt, was jetzt als nächstes auch kommt. Du, gib mir mal einen Aufstieg. Gib mir mal. Gib mal ein bisschen. Na, Belastbarkeit brauche ich nicht. Konditionen, danke. Reisen. Wir gucken jetzt mal, ob wir den One-Shot-Boss hinbekommen. Der für mich immer noch gar keinen Sinn ergibt. Ich habe keine Ahnung, was ich gegen ihn machen soll. Null Ahnung. Keine Ahnung. Null Plan. Zero Chance. Keine Ahnung. Hier, komm. Ach ja, erstmal ein Estus trinken statt zwei haben. Zwei im Bett zu machen. Heißt, ein Estus verbraucht. Bleiben nur noch 9 für den Boss. Ja, Estus bringt mir ja eh nichts. Ich meine, der One-Shot mich ja immerhin.
Because this game is funny as fuck. Ich finde die Pranks immer noch sehr gut. Finstergeist. Ein Finstergeist. Oh, ich sollte auch mal die Brücke wegmachen. Danke. Finstergeist, hallo? Hm. Kann ich beschworen werden. Cool. Anscheinend haben wir mehrere Leute Probleme. Ich meine, ich kann auch nachvollziehen, warum. Ich meine, immerhin ist der Boss ein One-Shot-Boss. Wo ist denn das, das Phantom-Typ-Dingens? Ach, da drüben. Nice. Erstmal weggerackt. Wegen des Ritterschlechters. Was macht das Ding? Was macht das? Feinde verlieren mehr Ausdauer, wenn Angriffe abgewehrt werden. Na, danke. Das brauche ich nicht. Ich kann aber mal meine Emotes ein bisschen verändern. Machen wir hier erstmal. Y ist da, okay. Wechseln. Hier möchte ich ein ganz normales. Machen wir es. Nee. Okay, lassen wir die Emotes so wie sie sind. Phantom wird beschworen. Kann nicht beschworen werden. So. Noch mehr Leute beschwören. Oh, nochmal winken. Hallo. Und los geht's. Oh, natürlich. Was macht er jetzt? Okay. Einmal trinken. Okay, jetzt habe ich den Boss verstanden. Aber naja.
Jetzt bringt es mir halt nicht mehr so viel. What the fuck? Warum hat er mich jetzt immer... Sag mal, kann es sein, dass er manchmal zu 100% trifft oder so? Da bin ich zu spät gerollt. God damn it. Oh nein. Natürlich. Danke. Oh. Okay, jetzt habe ich auch verstanden, wie der Boss funktioniert. Juhu. Danke. Cutscene. Ich glaube, das war der nächste Aschefürst so eventuell, oder? Zumindest von der Aufmachung her. Könnte das sehr gut sein. Whoop die fucking Lidu. Dup dup! Endlich geht's weiter, ey. Holy shit. Ich mag echt dieses One-Shot-Gas, was er macht, überhaupt nicht. Okay, und was auch immer diese Frame-Kacke gerade sollte. Nicht sicher. Gut, bitte einmal ins Lagerfeuer, ja. Okay. Sehr schön. 33.000 Seelen. Ab ins nächste Gebiet. Schon mal ein bisschen rein erkunden. Gute Arbeit. Vorsicht vor Lügner. Immer mal, trotzdem mal selber gucken, ob da eine geheime Wand ist. Trotzdem, ich finde den Boss echt blöd gemacht. Tolle Aussicht voraus. Diesen Hans Entertainment Moment, wenn ihr euch einfach in eure Popöse reihen, gist von hinten. Oh, feels good, man. Holy shit, ey. Ist das ein nices Gebiet. Wer auch immer das, diesen Blick da schön gemacht hat, herzlichen Glückwunsch. Das war gut gemacht. Also mal gucken, was wir jetzt mit der Bossseele machen können. Vielleicht kriege ich ja jetzt eine gute Waffe. Ich glaube aber eher nicht, weil das war ja eher so ein Magier-Boss. Und ja, ich mag keine Magie-Sachen, wie man ja inzwischen schon gemerkt hat. Okay. Das ist Pyro... Was? Schwarze Schlange, ich wollte gerade sagen. What the fuck? Lässt flackernde schwarze Flammen am Boden tanzen. So, da ich aber eher der Mann für Waffen bin, hole ich mir mal die beiden Sachen. So. Und guck mir dann mal beides an. Wir haben einmal das hier.